Galater Kapitel 6, Vers 7. Irrt euch nicht, Gott lässt sich nicht verspotten, denn was ein Mensch sät, das wird er auch ernten. Also dieses hat beide Seiten. Hat die positive Seiten, hat auch die negative Seiten. Hat die positive Seiten, dass wenn man sät, man erntet. Aber hat auch die negative Seite. Und das finde ich faszinierend, weil mein Einfluss sollte Jesus zeigen. Mein Einfluss sollte etwas besser zeigen, als was die Leute nicht Jesus haben, wie sie ihn beeinflussen. Und ich merke ganz simple Sachen bei Säen und Ernten, tun wunderbare Sachen. Ich habe in einem Manns Leben gesät. Ich glaube, es war 2 Jahre. Wir sind jede Woche 1 Stunde Kaffee trinken gegangen. Er kannte noch nicht den Herrn. Und er sagte, ich würde gerne mit dir Kaffee trinken. Ich sagte, okay. Ich habe 2 Jahre mit ihm, es war 104 Mal, mit ihm Kaffee getrunken. 2 Jahre, jede Woche. Und ich sprach mit ihm darüber, über alles möglich. Und es kam immer irgendwann mal in das Gespräch über Jesus. Und ich sprach mit ihm und ich sagte, und die Christen, die an Jesus glauben, denken so über dieses Thema. Und die, dass die Bibel lesen, denken so über dieses Thema. Und nach den 2 Jahren, er hat mir in die Mitte von meiner Standardantwort, sagte, sag mal, warum sprichst du so, als ob ich nicht ein Christ bin? Ich habe so mit Fragezeichen angeschaut, was meinst du damit? Er sagte, ich habe dich gehört dieses ganze 2 Jahre und ich habe gebetet, ich habe mein Leben Jesus gegeben. Ich dachte, oh, das ist was Neues. Das macht alles anders. Aber dieses, das Großartige dabei war, durch Säen habe ich was geerntet. Und wisst ihr, ihr wisst es bestimmt, manche Samen wachsen schneller als andere. Manche Bäume wachsen zu einem anderen Tempo als andere. Wichtig darüber zu sprechen. Warum? Weil was wir sehen, würden wir auch ernten. Ich habe zum Herrn gesagt, Herr, ich bin ein Pastor und meistens habe ich mit Christen zu tun. Ich möchte ein paar noch nicht Christen kennenlernen. Ich bin ihr einfach hinterhergegangen. Ich dachte, okay, was kann ich tun? Ich kann Kaffee trinken. Ich wollte meinen Einfluss benutzen. Und es ist guter Kaffee. Lad mich zum Kaffee ein, ich erzähle euch davon. Aber ich denke einfach, es ist wichtig, dass wir Säen und Ernten verstehen. Beide Seiten, wir sollten uns nicht täuschen, beide Seiten funktionieren wunderbar.